schöne Tasche für Handy oder wie Hundeleckerlis, wofür ich es jetzt brauche. Die möchte ich euch zeigen. Hier einmal die Innentasche mit Reißverschluss, hier vorne für das Handy reinzulegen. Also bis gleich, dann zeige ich euch das. Für diese Leckerli-Tasche, die ich für meinen Hund jetzt machen möchte, möchte ich aber auch das Wachstuch machen. Ich habe hier eine, da tue ich hier mein Handy drin, wenn ich spazieren gehe, hier ein Geld drin. Kann ich gut am Gürtel hier festmachen, ist aus Leder. Dasselbe möchte ich aber jetzt aus Wachs machen, damit ich das abwaschen kann, wenn ich die Leckerlis reintue. Also ich habe von der Firma Jubilis ein Paket bekommen mit Wachstücher und da möchte ich euch manche Sachen von zeigen. Dieses gefiel mir sehr gut und möchte an Kontrast dieses Grün nehmen. Dann innen drin, damit ich das auch hinterher abwaschen kann, schön, möchte ich hier dieses Weiße. Dann brauche ich einmal in Schrägband, da möchte ich Rot und Reißverschluss und diese Snaps für nachher. Da bin ich mir jetzt noch unschlüssig, da gucke ich nachher, wenn das fertig ist, welche Farbe ich nehme. Weil die fallen alle beide, weiß ich noch nicht, was ich mache. Und natürlich diese Anleitung. Jetzt, dann nehme ich mal das mal hier weg, was ich jetzt am Anfang nicht so brauche. Ich habe diese Anleitung auf Karo gemacht, damit ihr das besser seht. Für dieses untere Teil, dieses größere, da brauchten wir diese Größe. Das wäre in der Breite 18 cm, in der Höhe 24 cm. Dann für vorne für die Tasche habe ich die 18 cm hier nochmal und in der Höhe 7. Das wird nachher mit Schrägband hier umgefasst. Dann brauche ich für den Gürtel nachher diese Schlaufe, aber das müsst ihr doppelt nehmen. Hm? Seht ihr, das habe ich hier als doppelt. Oder ihr müsst ihn hier nochmal nachmachen. Das kommt jetzt ganz drauf an. Also dieses doppelt. Hier unten wäre es 13,5, in diese ganze Länge 16 und hier oben habe ich nochmal 6 cm oder 6,5 cm so und dort müsst ihr so ein bisschen noch Schnauze hoch machen. Deshalb sind Karo gut, da könnt ihr hier dann ein bisschen zählen, da ihr auch jetzt genau in der Mitte seid. Okay, dann fangen wir jetzt mal an am Durchzuschneiden. Also jetzt fange ich mal an zuzuschneiden. Hier die Erdbeere gefiel mir so gut vorne für das Täschchen. Also ihr könnt auch wunderbar mit Stecknadeln hier reinstechen. So einmal, ach, nicht so ein Riesenbiester. Und hier. Das schneide. Ohne Nahtzugabe hatte ich alles hier gerechnet. Das braucht nicht, ihr könnt das so schneiden. Seht ihr das? So, dann wäre das einmal fertig. Das wäre für vorne. Und hier das Stück weg. Okay, das wäre einmal. Jetzt möchte ich ja diese Tasche, und da gefiel mir hier dieses Stück gut, und zwar möchte ich diese Erdbeeren auch oben für diese Lasche nehmen. Wie gesagt, doppelt. Jetzt nehme ich das so. Mache ich das so? Nein, ich möchte das so, weil das sollte ja nachher die Erdbeere so rumgeknickt werden. Wie habe ich das von dieser Seite? Nehmen wir die mittlere. So. Jawohl, so. Machen wir das so. Und das andere wollte ich in grün machen. So, das schneide ich gleich hier auch aus. Jetzt habe ich ja dieses Grün. Da wollte ich die größere Tasche von machen. Weil nachher möchte ich als Kontrast der rote Reißverschluss da drin. Wird ein bisschen bunt, aber ist ja für Frühjahr, wenn wir wieder weite Strecken gehen. Und dann brauche ich viele Leckerlis bei dem.
Der strengt sich immer an, weil er weiß, oh, jetzt gibt's was gleich. So. Okay, da passt hier genau. Ich hätte das ja eigentlich auf die andere Seite und mit Kohle oder Bleistift zeichnen, weil innen drin kommt ja denn dasselbe nochmal in weiß. Aber wir machen es so. So. Okay, jetzt haben wir das auch fertig. So, und jetzt kommt dasselbe, außer, also mit dem Weiß mache ich diese Innentasche hier nochmal und die große Tasche hier, dieses nicht. Also werde ich das nochmal ausschneiden in dieses große und in dem kleinen. Und dann zeige ich euch, wie es zusammengestickt und genäht wird. Da fangen wir jetzt mal an. Und zwar an dem kleinen, der vorderen Tasche, kommt ein Schrägband. Jetzt müsst ihr gucken, also das Schrägband auseinanderziehen und dass hier alle beide schön Kante an Kante mit dem Schrägband ist. Seitdem ich die Klammer mal ausprobiert habe, liebe ich die Klammer mehr wie Stecknadeln. Sie sind wunderbar. Müsst ihr mal ausprobieren. So. Und ich habe hier extra das Füßchen noch hingelegt. Ich habe jetzt ein normales Füßchen. Und das brauche ich nachher für den Reißverschluss anzunähen. Aber das legen wir jetzt mal an der Seite. Hier Kante auf Kante, so. Und dann ist ja hier diese Rille. Und da nähen wir. Ich habe eine Stichbreite von 4. Und 4... Und das reicht mir. Ihr müsst das vielleicht mal ausprobieren, was bei euch ist. Und immer Anfang und Ende tue ich mal hin und her, weil das doch mehr beansprucht wird, sonst reißt es ein. Geht wunderbar zu nähen, das Wachstuch. Also ist wirklich was fein und man braucht ja keine Angst haben. Früher hatte ich immer Angst, habe ich gedacht, oh Gott, das geht nie gut. Wunderbar. So, jetzt hier. Drehen wir das jetzt rum auf die rechte Seite. Seht ihr, mit der Klammer? Finde ich herrlich. Und sonst hattet ihr, je nachdem, wenn eine Zeit oder so weit ist, immer Löcher drin, wenn die Nadel vielleicht was stumpf war. Und so passiert das alles nicht. Und hier an der Kante jetzt wieder entlang nähen. Bin ich an der Kante, jawohl. So zwei und wieder noch mal zwei zurück. So, das reicht. Und habt ihr einen schönen Abschluss. Und da wieder hin und zurück. So, das andere wird nachher abgeschnitten. Okay. Und das kommt nachher hier vorne vor. So, das haben wir das schon mal fertig. So, jetzt wird die Tasche vorne dran genäht. Also ihr macht die Hälfte von der großen Tasche, damit ihr genau seht, wo das denn hier reinpasst. Da muss schon jemand, genau. Und dann nehmt ihr eure Klammern und klammert sie hier fest. Dann wird das hier, hier und bis oben genäht. So, jetzt klammert ihr das erstmal fest und dann kontrolliert ihr nochmal, ob das auch wirklich in der Mitte ist. So, legt das nochmal so zusammen. Ja, okay. Also, jetzt können wir normal. Achso, und das hier hinten, ihr müsst auch gucken, dass das alles zusammen ist. Der weiße. Das weiße Wachstuch auch. So. Und hier, dass das rechte nach außen ist. Also links und links zusammen. Weil das kann man wunderbar abwaschen. So, jetzt hier drauf. Und ich habe 1 Zentimeter. Mein Füßchen ist hier 1 Zentimeter. Deshalb brauche ich das nie nachzumessen. Wenn ich das jetzt entlang nähe, weiß ich, das ist 1 Zentimeter.
Und hier wieder, weil die Ecken werden doch beansprucht, wenn ich da immer so reingreife und so. Und hier unten entlang, da könntet ihr jetzt hier unten auch Zickzack nehmen. Könntet ihr jetzt auch, wenn euch das besser gefällt. So. Und jetzt wieder rauf bis oben und da nicht vergessen, wieder hin und zurück. So, okay, das hätten wir auch fertig. Seht ihr? Okay, jetzt geht's weiter. So, die Gürtelhalterung, die habe ich jetzt doppelt genommen und die nähe ich jetzt mit Zickzack hier entlang. Ich habe jetzt einen Zickzackstich reingetan, den habe ich mir ausprobiert, welcher am besten mir gefiel. Und dann gehen wir jetzt hier ganz rundherum. Das so, ein bisschen hier wieder hoch. Wieder zurück. Abschneiden. Andere Seite. Seht ihr? Ist wunderschön versäumt. Und jetzt nähe ich den direkt da an die Tasche schon dran. Abschneiden. So, und zwar an das hintere Teil muss das dran genäht werden. So hinten dran. Jetzt weiß ich noch nicht, ich glaube, ich lasse das vorne. Wenn ich das so zusammenklappe, sieht das so am besten aus, anstatt so rum. Ja. Ich mache das so rum. Das ist jetzt die Geschmackssache. Der eine möchte so, der andere so. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr hier in der Mitte seid. Also hier ist die Mitte. Und hier auch die Mitte. Dass ihr die denn genau da drauf legt. Na, geh runter. Und dann näht ihr dieses hier ein Viereck hier dran fest. Bevor wir die Schlaufenhalterung dran nähen, müssen wir erst den Reißverschluss dran nähen. Also dafür brauchen wir jetzt das Reißverschlussfüßchen und je nachdem in welche rechts oder links, seht ihr, ich habe das jetzt genau richtig, dann nähen wir das. Ich habe jetzt einen Endlosreißverschluss genommen, weil das ist für Anfänger viel einfacher, weil es ja nicht offen ist zu nähen. Ich zeige euch heute nachher, wie das geht, mit dem Zipper wieder reinzumachen. Also jetzt näht ihr zuerst das hier mal fest. Und denkt dran, ihr müsst alle beide Bahnen zusammennähen. Und bei Endlosreißverschluss, wenn der Zipper noch nicht dran ist, hier genug überstehen lassen. Jetzt rumdrehen. Nein, der Füßen ist so rum, das muss ich dann wieder wechseln. Und jetzt hier rechts knappkantig nochmal drüber nähen. So, okay. Und jetzt die andere Seite. Da müsst ihr das auch gucken, dass hier diese dickere Wulst, dass die nach innen ist. Das ist nachher die rechte Seite. Schön aufeinander, Kante auf Kante.
Haben wir alles genau? Jetzt müssen wir auftrennen und dann stehst du schön. So, abschneiden. Und das, jetzt müsst ihr das nämlich rumdrehen. Und das geht bei einer normalen Reißverschluss nicht. Bei der Endlosen können wir das jetzt aufziehen. So, seht ihr? Und könnt das wunderbar rumdrehen und jetzt hier entlang nähen. Weil beim normalen Reißverschluss geht das. Also ganz, ganz schwer. Wer gut nähen kann, kann das. Aber für den Anfänger ist das was umständlich. Ich erkläre euch auch nachher, wie ihr den Zipper wunderbar reinkriegt, ohne Probleme. So, okay, jetzt können wir hier das dran nähen. Wie wollte ich das wieder? Nein, andersrum wollte ich das. Und da müsst ihr jetzt gucken, dass ihr das in der Mitte kriegt, um das hier in ein Viereck drauf zu nähen. Seht ihr, das ist jetzt wunderbar genäht. Und jetzt dieses. So, jetzt zeige ich euch, wie der Zipper reinkommt. Ihr schneidet hier, deshalb etwas länger lassen, so eine Ecke. Und zwar Richtung dieser Wulz. Daran. Dann nehmt ihr den Zipper, steckt den also die Spitze nach vorne, nach Richtung Reißverschluss, hier zuerst rein. Dann nehmt ihr das andere Ende und steckt es hier rein. Und so könnt ihr jetzt hier die zwei Zipfel wunderbar festhalten, um zuzuziehen. Seht ihr? So, da haben wir es schon. Geht wunderbar. Das ist der Kniff hier mit die Ecke, dass ihr das denn macht. So, jetzt zeige ich euch, jetzt müssen wir da drum drehen, wie das zugenäht wird. So, jetzt habe ich das umgedreht. Dann müsst ihr gucken, dass hier alles glatt ist. Das wieder mit die Klammern. Dass ihr auch alle zusammen habt. Dass das hier so nicht raushängen lassen, sondern hier reinstecken. Und jetzt näht ihr hier entlang. Wieder die 1 cm. Stück vor, Stück zurück. Gerade die Ecke, wenn man doch viel reingeht in die Tasche. Hier oben vorsichtig so und dann wieder zurück. Und abschneiden. Und die andere Seite dann auch. Und dann rumdrehen. Und dann kommen die Snaps dran und dann ist die Tasche gleich schon fertig. Jetzt habe ich sie rumgedreht, seht ihr, hier habe ich jetzt hier die kleine Tasche, hier mit Reißverschluss, seht ihr, das ist wunderbar, kann man wunderbar jetzt auswaschen, und jetzt haben wir auch nicht nur für lecker, das ist auch so schön. Jetzt kann ich euch leider nicht fragen, was ihr schöner findet, rot oder grün, ich glaube, ich nehme die grüne. Jetzt müssten wir hier und hier zwei so Druckknöpfe machen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch wirklich in der Mitte sind. Jetzt machen wir mal, ich würde sagen, 1 cm. Ach, drehen wir doch mal so rum, geht's besser. 1 cm von jeder Seite. Ja, wenn ich die da drauf tue, da rein tipps. Oder ein bisschen weiter. Na, machen wir 1,5. Da und 1,5 da. Ist ja nicht so einfach, muss ich schon wirklich sagen. Und jetzt hier habe ich 1,5 in dieser Richtung und 1,5 in dieser. Okay, das stimmt. Jetzt nehmen wir den Stift und stechen da durch.
wird man hier das da durchstecken, dass das von der anderen Seite rauskommt. So, die roten kommen weg. Und da tun wir dann diesen Teil von dem Druckknopf. Ich drücke das schon ein bisschen rein. Und dann nehmen wir meinen Drucker. Mein Quetsch, so schön überall. Und fest zu. So, einmal. Jetzt die nächste. Was hatte ich jetzt? Oh. Da war. Immer noch mal eben hinhalten. Jawohl, jawohl, jawohl. Also wieder durch. Wo ist die Spitze? Da durch. Und dann machen wir die andere. So, jetzt ist wieder das Problem, jetzt muss ich genau dieselbe Stelle kriegen. Ja, also sagen wir hier, dass das nachher genauso, ich hätte eben, wie ich die Löcher gehabt hätte, hier so und dann durch mit dem Bleistift. Ja gut, okay, ist ja gut, habe ich nicht gemacht. Also, das war hier bei die 5, da, und das war denn hier bei die 8. Jetzt gucken wir hier nochmal, wie weit das auseinander ist. 3. So. Hoffen wir das Beste. Einmal durch. Durchstechen. Und jetzt kommt diese mit dieser Wulst dran. So. Einmal. Und. Okay. So. Hier durchstechen. Wo ist das mit die Wulst? Hier. Haben wir? Ja. Also nächstes Mal, wenn ihr oben das Loch schon habt, dann geht ihr mit dem Bleistift durch und dann habt ihr das unten auch. Nicht so umständlich, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber okay, hat ja geklappt. Und es wäre fertig, mein Leckerli-Tasche. Klipp, klick, da kommt der Gürtel durch. So, da haben wir es doch. Und unten verlinke ich euch von Jubilees die Webseite und wo ihr das alles bekommt. Die haben auch so einen Restekarton, wo ihr solche erhaltet und auch noch sehr preiswert. Also, wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.